go this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gucken wir uns mal wieder einen weiteren Mod an. Und mit diesem Mod haben wir PC-Items. Und zwar ist das wieder der PC-Mod. Und damit haben wir viele neue Sachen. Und wir nehmen uns die jetzt einfach mal ins Inventar. Wir fangen einfach mal direkt mit den Türen an, sozusagen. Ich habe mir das schon so ein ganz kleines bisschen angeguckt. Aber noch nicht viel, denn ihr wisst ja, gemeinsam angucken ist das Beste. So machen wir es immer. Und ich spawn jetzt einfach mal die ganzen Türen, die es hier gibt. Und ihr seht schon hier, da kommen jede Menge Türen zum Beispiel dabei. Und die funktionieren natürlich auch ganz normal wie echte Türen. Ganz Neues. Und die sind ziemlich gut texturiert, wenn wir uns das hier mal angucken. Ja, da hat sich einer ganz schön Mühe gegeben mit Texturieren, auch hier die ganzen einzelnen Pixel. Ich hatte auch die komplette Textur aus dem PC rausgezogen. Da habe ich keine Ahnung, wie das genau geht. Auf jeden Fall sehen die ziemlich gut aus und sehen nicht so verbuggt aus wie die anderen bei den früheren Mods. Wenn man sich so mal nachdenkt, wie die Mods früher waren, ihr wisst ja noch meine ersten Mod-Verstellungen, wie die heute sind, wie die Tiere und alles aussieht. Dann ist das schon ein ganz schöner Fortschritt, die ja gemacht haben in Sachen Mods und so, weil die Mods sind ziemlich realistisch gut geworden. Aber gucken wir uns einfach mal die nächste Sache an. Da haben wir da einen Trichter. Ich schreibe einfach mal alles in die Kommentare. Alle Sachen ins Menü, was wir gerade noch so tragen können. Das hier. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Haben wir hier einen Amboss zum Beispiel. Der sieht aus wie bei der PC-Version. Wie wir den genau benutzen, kann ich jetzt gar nicht gucken. Und können wir ja danach mal gucken. Wir können ja gleich auch nochmal in Survival schalten. Müssen wir mal alles angucken. Auf jeden Fall ziemlich cool. Da haben wir sogar noch ein Item-Frame. Dafür müsste ich jetzt was in die anderen. Auch mal so hier in so einen Steinteil. Und alles ist noch ein bisschen verpackt, aber heute zum Beispiel kam schon wieder ein Update. Das heißt, ihr könnt automatisch updaten, denn da kriegt ihr dann das Update available und könnt ihr das downloaden. Und dann wird das Ganze automatisch verbessert. Und da jetzt nämlich viele Sachen rauskommen, ist auch gar nicht so schlimm. Und hier, glaube ich. Ne, da können wir auch nichts dran tun. Wie gesagt, viele Sachen sind Dekoration, weil ich das noch nicht gesagt habe, dann sage ich das jetzt. Viele Sachen, die sind nur als Dekoration. Und das sind wir auch schon gleich bei der nächsten Sache, und zwar bei diesen Fischen hier. Die sehen auch nämlich ziemlich realistisch. Die sehen aus wie bei der PC-Version, wenn wir uns das mal angucken. Die haben hier hinten den Schwanz wie bei der PC-Version, die haben hier neben die Teile wie bei der PC-Version und die haben das Auge und das ist gut texturiert. Das Einzige, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist, wenn ihr hier seht, das flimmert so ein bisschen. Wenn es ein bisschen langsamer wird, können das ja so Adern sein, die pulsieren oder so, aber so ist das ein bisschen zu schnell. Wir machen den Schaden, wenn wir zu nah dran sind. Ist ja lustig. Oder. Ach, die Brauen müssen ja im Wasser sein. Dann sterben die ja sonst. Ja, haben wir die Prismakristalle und ich glaube, nee, damit können wir nichts anfangen. Aber wir sind Trichter. Und guck mal, wie gut der gemacht ist. Und wenn wir ein bisschen rumtricksen, habe ich schon gesehen, dann können wir daraus sogar eine Wanne machen. Das abbauen. Da haben wir sogar eine ganz normale Wanne. Das heißt, wenn wir ein bisschen den ganzen Zeug sogar tricksen, was wir hier bekommen, dann können wir auch richtig coole Sachen damit erstellen und bauen. Denn man hat ja dann nicht nur einen Trichter, sondern kann auch einfach solche Sachen machen. So eine Wanne, wo man sich dran waschen könnte oder so. Wenn wir jetzt hier drin eine Wand machen. Sieht das aus, wäre so ein kleines Waschbecken. Also auch ziemlich cool. Hier so. So, jetzt sieht das aus, wäre ein Waschbecken. Da könnten wir oben zum Beispiel Wasser rausfließen lassen. Und ja, gucken wir uns einfach mal die nächste Sache. Und zwar haben wir zum Beispiel noch Ocelots. Und die sehen ziemlich gut aus. Hinten der Schwanz, der fehlt ein bisschen. Aber, und die Beine laufen halt ziemlich komisch. Aber sonst sind die eigentlich ziemlich gut gemacht. Und guckt mal an. Und die verhalten sich doch nicht welche, oder? Ne, tun sie nicht, sie laufen nicht weg. Und sie haben die Texte und die haben den Sounds von den Hühnern. Aber wie gesagt, das wird ja alles noch gefixt und es wird noch alles verbessert. Gucken jetzt einfach die nächsten Sachen mal direkt an. Und zwar haben wir nämlich einen Blumentopf. Und da müssten wir rein theoretisch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur ein Creative Freak, dass das nicht geht. Wir können ja gleich mal, wie gesagt, umschalten. Aber da müssten wir jetzt eigentlich rein theoretisch was reinpflanzen können. Machen wir mal hier eine Tulpe. Jawohl! Dann haben wir das hier tatsächlich in diesen Blumentöpfen drin. Das sieht ziemlich gut aus. Wenn wir Blumentöpfe auf dem Balkon stellen oder so, kann man da zum Beispiel Pflanzen anpflanzen. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Und kenne ich auch so noch gar nicht. Und die sehen ziemlich gut aus. Also die sind, ja, ziemlich gut texturiert. Und im Gucken hatten wir, ob wir noch was haben. Was wir noch so sein können. Ich glaube, das war es aber soweit. Wir haben jetzt keine. Doch, wir haben buntes Glas tatsächlich. Das ist ja geil. Also wir haben, es gibt dann sogar noch buntes Glas, was dazu kommt. Also ziemlich viele Sachen, wie gesagt. Ist halt ein PC-Mod. Da kommen sozusagen alle PC-Sachen hinzu, die es sonst noch so gibt. Und wir haben jetzt hier einfach mal buntes Glas. Und das ist schon mega geil. Wir können jetzt hier rotes Glas. Können wir so eine rote Glasscheibe machen. Richtig geil eigentlich. Dann haben wir hier so. Sieht schon gut aus. Wenn wir jetzt hier grün nehmen, haben wir natürlich grün. Das ist ganz klar. Das ist einfach nur mega geil. Guckt doch mal, wie diese grünen Glasscheiben aussehen. Also ich finde das ziemlich cool, was hier alles dazu kommt. Und wir haben hier sogar noch mehr, wir haben hier sogar noch, das ist eine Seelaterne, das Beacon. Okay, das erkenne ich jetzt nicht so als Beacon, aber wir können es ja gleich trotzdem angucken. Netherfans, glaube ich, hatten wir, gibt es ja auch schon so.
reicht das sicher. Das hier noch, wir haben, ach du Scheiße, wir haben sogar noch ganz normales. Das ist ziemlich viel, was dazu kommt. Noch ganz normale solche Blöcke. Wir gucken natürlich gleich noch unser anderes Menü durch. Und hier sehen wir sogar grün durch, nicht wie bei den anderen, sondern nur grün sind. Wir haben hier ganz normales Grün. Ziemlich cool aus. Wir gucken, haben wir sogar einen blauen Durchblick. Also es ist ziemlich gut gemacht, das Ganze. Und wir haben jetzt zum Beispiel noch eine Seelaterne, die leuchtet, glaube ich, sogar. Haben wir noch sowas. Also der Mod ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Auch mein, sozusagen, Dank und mein Bravo an die Ersteller sozusagen. Also das ist ziemlich sehr gut gemacht. Einfach mal, wie geil die Texturen aussehen. Und wenn wir jetzt hier noch reingucken, dann haben wir noch viel, viel mehr. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel noch so ein Teil. Das sind diese Teile, die aus den Beacons rauskommen. Hier ein Beacon. Drauf. Ja. Falsch gemacht. Beacon, da setzen wir das oben drauf. Und dann haben wir sozusagen so ein Beacon, so ein Schutzteil. Auf jeden Fall mega cool. Backt natürlich noch ein bisschen rum, weil wir jetzt so ein unendlich großes Item hier drin haben. Aber sonst ist es ziemlich geil. Und wir haben noch viel, viel mehr hier drin. Ihr seht ja schon hier. Wow. Jetzt haben wir zum Beispiel ein grünes, also es gibt sogar verschiedene Farben dafür. Also auch mega cool. Und wenn wir jetzt hier weiter gucken, dann haben wir vielleicht sogar noch Sachen. Wir können ja gerade mal gucken. Aber ihr seht schon, das ist ein bisschen auf der dritten Seite. Also fängt die ganz oben an und wir haben das einfach randvoll. Da ist eine Menge neue Items dazu gekommen. Ich denke mal, da könnt ihr aber auch selber noch ein bisschen durchgucken. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das selber noch ein bisschen antworten könnt, downloadet den Mod einfach, steht unten in der Beschreibung. Einfach downloaden mit Zip entpacken, beziehungsweise Zip wollte ich schon sagen. Mit ESXi Explorer entpacken, das Ganze dann in den Block Launcher rein und dann könnt ihr den ganzen Mod einfach spielen. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn du mehr solche Mods sehen willst, allgemein solche, ja, Map-Vorstellungen, Mods, News über MCPE, dann lass mir doch noch ein Abo, da würde mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.